Hallo zusammen, ich bin Linus Kofmau, mache eine Lehre als Polymechaniker und werde euch heute einen kleinen Einblick in meinen Beruf geben. Kommt doch mal mit! Als Polymechaniker hat man im ersten Lehrjahr Grundbildung. Im zweiten Lehrjahr geht man in die verschiedenen Abteilungen und im dritten und vierten Lehrjahr tut man sich vor allem auf die Massenkernausbildung spezialisieren. Zur Grundausbildung gehören Fielen, Bohren, Drehen und Fräsen. In der Lehre besucht man die Abteilungen Qualitätssicherung, CNC-Drehen, Fünffachsfräsen, wir haben auch noch Konstruktion und die Montage. Was mir Ragathon sicher sehr gefällt, ist, dass der Ausbildungsstandard sehr hoch ist. Weil die Lehrwerkstatt und die Versuchsmechanik in einer Abteilung drin sind, bekommt man sehr viel Einblick in die Entwicklung über. Speziell an der Lehrwerkstatt in Ragathon ist, dass sie sehr gross ist und auf dem neuesten technologischen Stand ist, was man nicht in jeder Firma sieht. Jemand, der die Lehre als Polymechaniker machen will, sollte sicher ein gutes Verständnis in Mathematik und Geometrie mitbringen und sollte allgemein sehr technisch interessiert sein. Unter den Lehrlingen haben wir einen sehr respektvollen Umgang und wir können auch viel zusammen an Projekten arbeiten, was die allgemeine Stimmung sehr erhöht. Ich hoffe, dass ich euch jetzt einen guten Einblick in meinen Beruf als Polymechaniker geben kann. Wenn es euch gefallen hat, bewerbt euch doch bei uns.